Hey Wookie, hier ist Jay Khan. Ich glaube, ich brauche mal deine Hilfe. Die kleine Zwergnase Pocher scheint irgendwie nur von mir wegzurennen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass er mal ein bisschen Farbe bekennt. Er hat schon genug Leute durch den Kakao gezogen. Und vielleicht kannst du ihm noch ein paar Punchlines droppen, damit er endlich aus der Reserve kommt. Denn ich würde ihn gerne mal im Ring treffen. Olli Pocher und Jay Khan, was sich neckt, das liebt sich. Bald gibt's den Kampf, wer Prosecco ist trocken gegen lieblich. Wer von beiden trocken oder lieblich ist, ergibt sich, kommt drauf an, wer wen wohl wann, in welchem Kiez. Jay Khan hat genug von Oliver Pochers Provokationen. Bei der Boxweltmeisterschaft am Samstag in Stuttgart forderte der Sänger den Entertainer zu einem Boxkampf heraus. Pocher schlug vor, den Fight am besten doch gleich bei ihm in der Oliver Pocher Show stattfinden zu lassen. Jetzt trainiert Jay mit Ex-Box-Weltmeister Graziano Rocchigiani und macht dabei gar keine schlechte Figur. Ja, es war allen voran eine Riesenehre. Ich weiß noch, ich war 12 Jahre alt und saß zu Hause im Wohnzimmer mit Papa und Mama und habe mitgefiebert, als Berliner natürlich, und war tierisch darüber empört, dass er nicht gewonnen hat. Und jetzt mit ihm im Ring zu stehen, von ihm Tipps zu bekommen, ist eine Riesenehre. Jawohl. Ja, für das erste Mal Boxtraining hat er sich wirklich wacker geschlagen und hat auch ein bisschen Dampf in den Fäusten. Also der Olli muss aufpassen. Olli Pocher und Jay Khan, was sich neckt, das liebt sich. Bald gibt's den Kampf, wer Prosecco ist trocken gegen lieblich. Wer von beiden trocken oder lieblich ist, ergibt sich, kommt drauf an, wer wen wohl wann, in welchem Kiez trifft. Jay Khan als Schuh zu outen war Pochers Idee. Doch kannst du. So Olli, wie du gesehen hast, habe ich ihn mit meinem Freund Rocky trainiert. Wenn du nur halb so viel drauf hast wie er, habe ich jetzt schon verloren. Aber da ich mich natürlich auf jeden Gegner einzeln vorbereite, dachte ich, ich suche mir natürlich zusätzlich zu Rocky jemand aus, der eher deinen Körperverhältnissen entspricht. Und ich habe schon jemanden gefunden. Meinen guten Freund Julian. Ich glaube, der ähnelt dir ein bisschen mehr von der Physik. Olli P. meint bestimmt, dass er gewinnt, weil er cool ist. Tja, und Jays trockener Kommentar darauf. Bullshit! Pochers Frau unterstützt ihn beim Training, sagt Olli, bleib dran, doch innerlich weiß ich schon. Jay ist ein bisschen fitter als mein Mann. Ich muss erstmal Olli meine Hochachtung aussprechen, dass er überhaupt geantwortet hat. So viel hätte ich ihm nicht zugetraut, demnach Hut ab, Olli. Ich bin vom Boxen ausgegangen, weil wir uns beim Felix Sturmkampf gesehen haben. Und ich davon ausgehe, dass natürlich der männlichste Moderator der Welt sich auch für den männlichsten Sport entscheidet. Ob Judo oder Boxen, das sehen wir dann bei ihm in der Show und werden alle weiteren Details besprechen. Ich freue mich auf dich am Freitag, Olli. Wir sehen uns. Bis dann.